Am Mittwochnachmittag kommt es durch einen Brandalarm zu einem größeren Einsatz in einer Einrichtung für psychisch kranke Personen. Die Feuerwehr musste bei ihrem Eintreffen 12 Bewohner evakuieren. Es stellte sich heraus, dass abgelegte Gegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte eine Rauchentwicklung ausgelöst haben. Durch den entstandenen Rauch löste der Brandalarm in der Einrichtung aus. Die Feuerwehr musste hier glücklicherweise keine großen Löschmaßnahmen vornehmen, sondern konnte sich auf das Belüften der Räume konzentrieren. Als die Räume dann belüftet waren, konnte der Betrieb in der Einrichtung ganz normal weitergehen. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr, falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und anschließend dürft ihr jetzt hier unter dem Video in den Kommentaren euch austauschen, eure Meinung kundtun und eure Fragen stellen.